Hallo, ich möchte heute über ein Tabuthema sprechen. Und zwar, wenn wir heute auch als ja, hochfunktionale, komplex traumatisierte und letzten Endes irgendwie funktionierende, aber bis heute nach so viel Zeit Therapie und Selbstheilungsbegleitung und Versuche und Experimente, und dennoch immer wieder, dass wir komplett dekompensieren. Was ist an Dekompensation, ist, wenn wir, wenn jegliche Regulation sozusagen versagt. Das heißt, dass du überhaupt nicht mehr Kontrolle bist dessen, was mit dir passiert, und du schaffst es einfach nicht mehr, ja, in diese Toleranzfenster wieder zurückzukommen. Also entweder aus einer Überreaktion oder ein Überreguliertsein oder aus einem Unterreguliertsein schaffst du nicht mehr aus eigener Kraft in diese Toleranzfenster, in der Window of Tolerance zurückzukommen, oder nur nach einer gewissen Zeit, wenn eben etwas schon passiert ist, entweder du das ausagiert hast oder ja, dann irgendeine Überlebensstrategie, also irgendein Verhalten, was du immer jetzt in deinem ja, Leben so angewandt hast, durchgelaufen ist, also irgendein Programm, was angesprungen ist und dann schon eben zu Ende ist. Dann kommst du wieder zu dir und bist du dann wieder ja, Herr deines Selbst. Ich glaube, dass es ganz großes Tabu ist, darüber zu sprechen, auch im Sinne, naja, also nach so viel Zeit, und dass du Jahrzehnte sind vergangen und du bist immer noch nicht in der Lage, diese Dinge wirklich voll Herr zu sein, beziehungsweise dass ein ganz großer Irrtum auch hier mit dabei Wirkung hat, was ich beobachtet habe, weil ich bin jetzt dieses Jahr 50 und beziehungsweise ich werde ja schon 51, und man denkt, dass, naja, letztes Endes nach so viel Zeit, ja, Techniken, Skills und alles Mögliche, ja, was man da so erwerben kann, und dass es ja irgendwann aufhört, dass es ja passiert. Und nein, es kann immer wieder dazu kommen, dass du in diesen Zuständen landest. Und ich möchte jetzt diese Zustände für dich auch berichten, oder was mit mir passiert war. Das ist mittlerweile schon im November passiert. Und was, wobei wir uns dann helfen können, was uns ja sehr hilft, natürlich, dass wir das schulen, dass wenn sich diese Sachen anbahnen, dass wir dann dort vielleicht noch besser werden und noch früher das erkennen, dass das jetzt, naja, schon eine andere Art von Zustand ist, als wo ich vielleicht nur gerade mal ja, mich aufrege oder einen emotionalen Flashback habe. Und es war ein Tag, wo ich am Wochenende endlich voll erholt aufgestanden bin. Und mein Mann war ja schon längst eigentlich im Garten, und ich habe dann noch gefrühstückt. Das war alles eigentlich super, und ich habe gute Laune gehabt. Ich habe nichts, ja, beruflich oder irgendwie was vorgehabt, keine Termine an dem Tag. Und ich habe große Lust auch darauf gehabt, dass ich in den Garten rausgehe und ihm auch helfe. Ich habe ja eigentlich zwei Beete, die mittlerweile aber er gepflegt hat. Und ich habe ganz große Lust darauf gehabt, ihm zu helfen und eben das Beet zu bereinigen von Laub und so weiter. Und was ich gemerkt habe, und das könnte eigentlich ein Signal sein, ja, dass während des Frühstücks im Radio etwas gelaufen ist, wo ich fast weinerlich war. Also da habe ich ja gemerkt, dass mein Nervenkostüm sozusagen ganz schön durchlässig ist. Aber ich habe das nicht in Negative interpretiert. Und ich bin dann raus, und es war eine Nichtigkeit. Es ging darum, dass ich ja das, also dass ich diesen Beet eben bereinigen wollte. Und mein Mann mich darum gebeten hat, dass ich das lassen soll,
weil er das schon geplant hat für eine Woche später. Und das war für mich ein unglaubliches Ding, ja. Normalerweise nehme ich, also da passiert, was ist jetzt schon daran? Das war eine Bitte und das war eigentlich für mich dann auch in Ordnung, aber ich habe das mit Sicherheit, ist irgendein Programm bei mir losgelaufen und zwar Richtung, dass ich ja reglementiert werde, dass mir also vorgegeben wird, was ich zu tun habe oder dass mir die Freude genommen wird, ja. Das passierte mir früher auch also ganz, ganz oft durch meine Mutter. Ich weiß bis heute nicht, was passiert war. Jedenfalls, dann war ich auch in so einen Kindmodus zurückgefallen, ja, wo das heißt, dass ich mich ja bockig gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das nicht. Dann kam er auf mich zu und wollte sagen, okay, ja, dann mach das. Du wolltest das so gern. Und ich wollte das dann nicht mehr. Und es ist immer schlimmer geworden. Ich war in einer Spirale und dann war das so weit, dass mir die Tränen gekommen sind. Ja, ich weiß nicht mal warum. Und er hat mir dann Fragen gestellt und ich war verstummt. Ich konnte keinen Mucks rauslassen. Nichts mehr ging. Und die Tränen dafür aber immer mehr nur geflossen, geflossen, geflossen. Und was mir sehr, sehr lange oder bei ihm auch noch nie passiert, weil wir sind seit 5 Jahren zusammen. Ich wollte die Flucht ergreifen. Das hatte ich diese Muster noch nie bei ihm. Und ich kenne diesen Muster. Ja, das ist ja eigentlich auch eine Überlebensstrategie von uns, nicht wahr? Es ist entweder Kampf oder Flucht. Also Flucht war das jetzt auf jeden Fall. Und in der Nähe habe ich ein Pferd in einem Stall und ich wollte dann. Habe ich zu ihm gesagt, okay, also das konnte ich noch raus, irgendwie rausbringen. Ich glaube, ich muss jetzt zu meinem Pferd. Und ich habe dann mein Fahrrad geschnappt und ich bin mit meinem Fahrrad Richtung, ja, schon Tor, ja, von unserem Garten und wollte dann losfahren. Und vorher bin ich noch zur Haustür und zum Glück bin ich dahin. Aber bereits dort, wo ich da angekommen war, wollte ich gar nicht weg. Also was in mir dann letztes Endes war, ist das Gefühl, dass ich will eigentlich bei meinem Mann bleiben, ja. Also mir ging es emotional und komplett gesamtheitlich so schlecht. Ich war in einem Zustand von Hilflosigkeit und diese auch Orientierungslosigkeit, also komplett. Irgendwie, ich wusste nicht mehr, was jetzt so richtig passiert oder ich habe auch nicht mehr wahrgenommen, dass was passiert. Und ich wollte aber noch irgendwie was anziehen oder so. Und ich bin dann in das Haus rein und dort bin ich zusammengebrochen. Und da lag ich, glaube ich, in mein Yogazimmer. Das ist ja hier. Ich weiß gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, wie lange. In so einer Embryostellung auf dem Boden. Ich habe heftigst geweint und wieder meinen Vater gerufen. Und der ja eben 2018 verstorben ist. Und ich war also ja einfach nicht mehr da. Das ist ein ganz klassischer Shutdown, ja, wo Nervensystem einfach, da war alles zu viel, alles, beziehungsweise was denn alles, ja. Und da sehen wir, also es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Für dich auch, dass manchmal, wenn unser Nervensystem in einem Zustand auch zum Beispiel ja, nach der Nacht aus einer angeblichen Erholungsphase so aufwacht, dass es eigentlich gar nicht so erholt ist, sondern durchlässig ist. Und kleinste Dinge reichen dazu, dass du ja wirklich, wirklich dissoziierst und also wirklich so was von zurückversetzt wirst, wo diesen Übergang dazu, wann es zu spät war, ja, das irgendwie zurückzukehren oder wo du sagst, okay, wenn ich da jetzt vielleicht noch einfach ja neben Gartenhaus mich hingesetzt hätte und da ein bisschen warte, dass ich mich beruhige oder was, aber ich konnte einfach nichts mehr tun. Also und schau. Dadurch aber, und das ist vielleicht auch für dich ein Aha-Moment oder ein Learning.
Sobald du merkst, dass in dir was sagt, du willst eigentlich gar nicht gegen jemanden kämpfen oder du willst gar nicht endlich flüchten, sondern du brauchst was ganz anderes, dann bleib stehen. Bleib stehen. Und ich sehe das heute so, dass diese Dekompensation trug dazu bei, dass ich trauern konnte. Also da flossen die Tränen endlich wieder mal, ja. Und dieser Heilungsprozess dauert vielleicht bis Ende unseres Lebens. Und wenn jemand auch Heilung verspricht, wirklich Menschen Heilung verspricht, die tatsächlich jahrzehntelang diese Grausamkeiten erlebt mussten und dann sagen, dass ja irgendwie nach ein paar Wochen, das ist sogar ganz, ganz krass, aber nach ein paar Wochen oder sogar nach 2, 3 Jahren, dass du geheilt bist, das ist ein Unfug, ja. Und es ist nicht zu schämen und da ist nicht auch kein Tabu für mich. Und ich möchte auch diese Beispiele und diese Geschichten für dich immer auch bereitstellen, weil vielen von uns geht so, bloß du weißt es vielleicht nicht und es wird halt nicht an den Tag gelegt, weil viele versuchen auch noch weiter zu funktionieren und klar auch im Business, ja, im Geschäftsumfeld zu überleben und irgendwie zu existieren. Und diese Dinge werden bis heute nicht so gut aufgenommen. Dementsprechend tut man das ja eben verdrängen oder auch einfach, ja, verheimlichen. Aber ich möchte dir sagen, dass sobald du in solchen Zuständen ein Gefühl von, ich brauche eigentlich was anderes, ja, was gerade so abläuft und mein normales Programm ist, dann bleib stehen. Weil das ist dann die Intervention, was dich dazu verhilft, zur Heilung verhilft. Weil du unterbrichst, du störst dein Ablaufsmuster und so, ja, so werden ja dann neue Neuronetze letztes Endes entstehen und du kannst ja entweder durch Trauer, also wie bei mir das war, dass du dann halt weinst, ja, und oder dass du vielleicht auf eine andere Art, aber Aggression ausagierst und nicht keineswegs bitter dir gegenüber wendest und dass das dann tatsächlich ein Stückchen wieder Richtung Heilung, ja, gefördert hat. Und nochmal, schäm dich nicht und du brauchst es, also vor mir auf jeden Fall nicht zu verheimlichen oder nicht irgendwie zu verstecken. Das wäre so schön, wenn auch die Menschen in deiner Umgebung, also ich habe auch mit meinem Mann darüber natürlich gesprochen, in deiner Umgebung, die da sind und dir irgendeine Unterstützung leisten können, dass sie welche sind, die dir dabei helfen, solche Situationen dann ja für dich zu verarbeiten und dass du dich dort auch dort nicht schämen musst und dass du darüber sprechen kannst. Sorge dafür, dass dein Umfeld einer ist, welche diese Geschehnisse, die uns bis heute passieren und wahrscheinlich noch immer wieder passieren werden, so gut wir ja alles schon können und Selbstregulierung und alles verstanden und wissen und tun, dennoch können ja einfach autonom ja Programme ablaufen. Aber dass du ein Umfeld hast, ja, welcher das aufnehmen kann und dich in solchen Momenten dann liebevoll aufnimmt und dir ein echter Stütze ist. Dafür hast du die Chance und da hast du die Möglichkeit, dass du dafür sorgst. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt Richtung Heilung. Und ich hoffe, dass dir ja aus dieser Geschichte einiges vielleicht geholfen hat oder helfen kann in der Zukunft. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela.